Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe euch letztens auf Instagram gezeigt, wie ich diese Börek hier gemacht habe. Und die Nachfrage war wirklich so groß, dass ich mir dachte, ich muss euch unbedingt das Rezept zeigen. Zumal das Ganze auch super einfach ist und die Zutaten sind so simpel, dass man eigentlich alles zu Hause hat. Ja, dann fangen wir auch direkt an. Wir fangen jetzt mit dem Teig an und dafür benötigen wir wirklich nur einmal Mehl, Salz und Wasser. Ja, nur diese drei Zutaten und das funktioniert wirklich super damit. Die drei Zutaten jetzt einfach in eine Schüssel geben und dann mit den Händen zu einem glatten, geschmeidigen Teig verkneten. Und falls ihr jetzt Interesse an den genauen Mengenangaben habt, dann schaut gerne unten in der Infobox vorbei, dort ist wie immer alles aufgeschrieben. Sobald sich dann die Zutaten grob verbunden haben, geben wir den Teig nochmal auf die Arbeitsfläche und verkneten ihn für weitere 7 Minuten richtig schön geschmeidig und elastisch. Und an dieser Stelle bitte auch nicht an Zeit sparen, es ist super wichtig, dass wir den Teig lange genug kneten, damit er eben eine richtig gute Konsistenz bekommt. Ansonsten beim Verkneten darauf achten, dass ihr jetzt nicht mit den Fingern so reingrapscht, sondern dass ihr eher eben mit den Handfersen das Ganze schön verknetet. Dann wäre der Teig fertig, der sollte jetzt so aussehen, also richtig schön geschmeidig und elastisch. Und den Teig teilen wir uns erstmal jetzt in 6 Portionen. Ihr könnt das Ganze jetzt auch natürlich nach Augenmaß machen, aber ich habe es jetzt nochmal sicherheitshalber abgewogen und eine Portion hatte bei mir jetzt zwischen 120 bis 130 Gramm. Ansonsten jetzt die Fetzen nochmal in schöne glatte Kügelchen rollen und dann geht es gleich weiter. Als nächstes rollt ihr dann die Teigkugeln einfach nur mit einem Nudelholz auf der Arbeitsfläche aus, ohne nichts. Das Ganze muss auch nicht zu groß ausgerollt werden. Anschließend schnappt ihr euch jetzt etwas flüssige Butter, die habe ich gemeinsam mit etwas Rapsöl vermengt. Dann einen Teller etwas mit dieser Mischung bepinseln, dann kommt der Teigflan darauf, wird auf der Oberfläche auch nochmal mit der Fettmischung schön bepinselt und so rollt ihr jetzt die anderen Teigkugeln auch aus und dann stapelt ihr das Ganze. Wichtig ist, dass ihr bitte mit dieser Fettmischung jetzt einfach nicht spart, denn das sorgt wirklich später dafür, dass wir dann das Ganze auch schön auseinanderziehen können. An dieser Stelle kann ich euch auch wirklich beruhigen, dass das Ganze überhaupt nicht fettig wird später. Diese Sorge hatte meine Mutter auch, aber ihr müsst ihr euch vorstellen, wir haben nur 3 Zutaten im Teig. Das heißt, wir können an dieser Stelle wirklich sehr großzügig damit sein, ansonsten wird das Ganze ja trocken. Genau, wenn ihr dann einmal das Ganze fertig gestapelt habt, dann kommt das kurz für 15 Minuten an die Seite und muss ruhen. Wir machen in der Zwischenzeit mit der Füllung weiter. Dafür habe ich jetzt hier einfach Spinat klein geschnitten und dann mit Schafskäse, Zwiebeln und Salz vermengt. Und wichtig ist, dass sobald ihr jetzt die Füllung gemacht habt, auch zügig weiterarbeitet, ansonsten wässert der Spinat. So, diesen Teigturm dann sozusagen einmal wenden, denn wir wollen jetzt mit dem unteren Teig als erstes weitermachen. Der hatte ja tatsächlich länger Zeit, um zu ruhen, deshalb ist es praktisch, wenn wir mit dem jetzt anfangen. Und den hebt ihr jetzt vorsichtig an und packt den auf eure Arbeitsfläche und dann zieht ihr das Ganze jetzt auseinander. Wichtig ist, dass ihr dabei darauf achtet, dass ihr wirklich von der Mitte unten anfängt und dann vorsichtig wirklich mit Gefühl und Liebe das auseinanderzieht, denn wir wollen nicht, dass der Teig reißt. Also es ist zwar nicht schlimm, wenn da jetzt mal ein Loch entsteht, ist mir auch ab und zu passiert, aber es wäre halt schön, wenn es nicht passiert und wichtig ist, dass ihr versucht, das so dünn wie möglich auseinanderzuziehen. Das bedarf auch ein bisschen Gefühl, also da wirklich vorsichtig sein. Wie gesagt, in der Mitte anfangen und dann zum Ende hin dann immer diese Ränder vorsichtig auseinanderziehen, weil die bleiben sonst tatsächlich immer sehr dick. Ab einem Punkt geht es dann natürlich nicht mehr dünner, das reicht dann auch vollkommen und wir machen dann weiter. Ihr klappt das untere Ende jetzt ein bisschen ein, damit die Stelle jetzt einfach ein bisschen dicker und stabiler ist. Und da gebt ihr jetzt ein Sechstel von der Spinatfüllung rauf und verteilt es einmal länglich. Dann anschließend erstmal so die Seiten ein bisschen einklappen und das Ganze einfach nur noch vorsichtig und locker aufrollen. Beim Aufrollen könnt ihr auch immer wieder die Ränder einklappen und sobald ihr das Ganze einmal komplett aufgerollt habt, gebt ihr das nur noch auf ein Backblech mit Backpapier und legt das jetzt einfach zu einer Schnecke zusammen.
Ja, dann so lange weitermachen, bis ihr natürlich einmal alles aufgebraucht habt. Hier seht ihr dann das Ganze auch nochmal in der richtigen Geschwindigkeit. Also ich mache das relativ langsam, aber dafür wirklich mit sehr viel Gefühl und Liebe. Wichtig ist, wie gesagt, dass ihr in der Mitte anfängt und euch nach außen hin arbeitet. Und am Ende solltet ihr unbedingt dann die Ränder nochmal einzeln auseinanderziehen, weil die halt sonst wirklich relativ dick bleiben. Und das ist wirklich super, super einfach. Also wirklich, man denkt, das kostet einem viel Zeit und das dauert lange mit dem Auseinanderziehen. Aber wenn man den Teig wirklich lange genug stehen lässt und dann auch noch gut einfettet, geht das so easy. Ich glaube, das Auseinanderziehen kostet euch wirklich keine 7 bis 10 Minuten. Ein Backblech dann jeweils 3 Börek-Schnecken geben, etwas Eigelb mit Rapsöl vermengen und die Oberfläche dann damit bepinseln. Ansonsten das Ganze gerne mit etwas Schwarzkümmel und Sesam bestreuen und so wandern dann die guten Freunde in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Umluft. Ja, für circa 25 bis 35 Minuten würde ich sagen, also ich habe jetzt vergessen auf die Uhr zu gucken, aber sobald das Ganze einfach richtig schön goldig und knusprig oben wird, ist es eigentlich fertig und kann aus dem Backofen und eigentlich auch schon direkt warm serviert werden. Leute, probiert wirklich gerne einmal dieses Rezept aus. Es ist wirklich super einfach, überhaupt nicht aufwendig, ihr habt keine Wartezeit und es ist einfach so unendlich lecker. Das Tolle ist auch noch, wenn ihr jetzt noch was übrig haben solltet, könnt ihr das Ganze einfach am nächsten Tag nochmal im Backofen erwärmen und dann sind sie genauso knusprig, wie als hättet ihr sie frisch aus dem Ofen geholt. Also wirklich, die sind so, so gut. Probiert das unbedingt einmal aus. Ich bin mir sicher, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Wie gesagt, die genauen Mengenangaben sowie die Zutaten findet ihr nochmal unten in der Infobox aufgeschrieben und ansonsten würde ich mich super darüber freuen, wenn ihr dem Video ein Däumchen nach oben hinterlasst, falls euch natürlich das Rezept gefallen hat und falls ihr nichts mehr von mir verpassen wollt, würde ich mich auch sehr über ein Abo von euch freuen. Ja, das war's dann von mir für heute. Ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten, hoffe natürlich, dass ihr das Rezept einmal ausprobiert und hoffe natürlich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Tschüss!